Das Wort hat Dr. Reinhard Brandl für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Ampelkoalition kann jetzt nichts für die Situation in Mali. Aber sie muss sich eine Meinung dazu bilden, und sie muss sich schnellstmöglich eine Meinung dazu bilden. Denn wir können jetzt nicht darauf verweisen, wir tun nichts, solange die Mandate noch laufen, sondern die Frage, wie wir in Mali weiter fortführen, diese Frage steht jetzt an. Und jede Verzögerung führt zu einer weiteren Verunsicherung, sowohl für die malische Zivilbevölkerung, die Sie ja hochgestellt haben in Ihren Reden, bei unseren Partnern, aber auch bei unseren Soldatinnen und Soldaten, die diesen Einsatz für uns ausführen. Jetzt habe ich die ganze Woche gewartet, die ganze Sitzungswoche gewartet, wie sich die Ampel denn positioniert. Jetzt erkenne ich eine Tendenz in diesen Debatten, dass wir EUTM beenden und MINUSMA fortführen. Das kann man so machen. Aber Sie haben in Ihren ganzen Beiträgen nicht die Frage gestellt, was denn passiert, wenn wir mit der Ausbildung der malischen Streitkräfte zu Ende gehen. Wer füllt diese Lücke? Und Sie wissen es natürlich. Wenn wir nicht weiter an der Ausbildung der Malier arbeiten, wird sofort Russland in dieses Vakuum stoßen. Und die Frage ist, wollen wir diesen Erfolg den Russen gönnen? Jetzt sagen Sie, wir müssen auf die malische Zivilbevölkerung hören. Haben wir das jetzt gerade gehört von der Kollegin von der SPD, von den Grünen? Wir haben natürlich die schwierige Situation, dass die malische Zivilbevölkerung sehr große Sympathien für diese Putschregierung hat, aber in großen Teilen. Und natürlich, wenn wir jetzt rausgehen und den Russen den Raum lassen, mit der malischen jetzigen Putschregierung zu kooperieren, dann stärken wir natürlich genau das Narrativ, das am Ende schwierig geworden ist, die Russen zu ihnen gestanden sind und die Europäer sie verraten haben. Eine schwierige Frage, Sie haben sie nicht beantwortet. Dann war die Aussage, wir bleiben bei MINUSMA. Ja, das tun wir, aber Sie haben ja nicht die Frage beantwortet, wer dann bei MINUSMA den Schutz der Soldatinnen und Soldaten sicherstellt. Weil das war auch eine ganz wichtige Funktion der Franzosen, dass sie diese Schutzkomponenten auch zur Verfügung gestellt haben, sodass wir uns auf vergleichsweise ungefährlichere Tätigkeiten, wie zum Beispiel Aufklärung, uns konzentrieren können. Sind Sie bereit, wenn Sie sagen, Sie bleiben bei MINUSMA, sind Sie bereit, dann auch die Bundeswehr mit den notwendigen Fähigkeiten, mit dem notwendigen Material und vor allem mit dem notwendigen Mandat auszustatten, damit sie dort für Sicherheit für sich und übrigens auch für alle zivilen Mitarbeiter in Mali sichern lassen? Auf diese Frage habe ich von Ihnen heute keine Antwort gehört. Nächster Punkt. Wer führt denn nach dem Abzug Frankreich den Antiterrorkampf? Wissen Sie, über was sich eigentlich die malische Regierung und Frankreich überworfen hat? Das Problem war, dass die französische Regierung ihren Antiterrorkampf im Wesentlichen auf die Dschihadisten vom Islamischen Staat konzentriert hat, im Bereich von Niger, im Grenzgebiet auch zur Burkina Faso. Und die Malier gefordert haben, dass sie stärker gegen Al-Qaida im Zentrum vorgehen. Nachdem die Franzosen aus innenpolitischen Gründen, weil IS ja für die Anschläge in Paris verantwortlich waren, sich eher in dem Bereich konzentriert hat, dem Wunsch der Malier nicht nachgekommen sind, im Zentrum aktiv zu werden. Erst damit hat sich ein Raum für die Russen eröffnet, die dann wiederum gemeinsam mit der malischen Putschregierung dort Operationen durchgeführt haben. Jetzt sagt Herr Trittin, wo ist er? Hier, schön. Jetzt sagt Herr Trittin, das Antiterrorkampf führt zu Kollateralschäden, kann zu Kollateralschäden und dann eigentlich zum Unterlaufen der Mission führen. Das kann sein. Richtig ist aber auch, dass 2012, und da hatten wir die Debatte ja schon mal, wie es in Mali weitergeht, wir ja am Ende froh waren, dass die Franzosen mit Antiterrorkampf nach Mali gegangen sind und einen weiteren Vormarsch der islamistischen Terroristen damals verhindert haben. Wenn die Franzosen damals nicht mit, und ich sage bewusst das Wort Gewalt, eingestiegen wären, dann wäre damals das Land vollkommen in die Hände der Terroristen gelangt. Und jetzt ist die Frage, ob wir ein solches Mandat überhaupt auch ohne die Komponente Antiterrorkampf, ob das überhaupt sinnvoll, überhaupt erfolgreich sein kann.
Die Frage mussten wir uns bisher nicht stellen, weil die Franzosen diese Aufgabe mit übernommen haben. Aber jetzt liegt sie auf der Tagesordnung. Wir können jetzt nicht bis zum Sommer warten, wenn unsere Mandate auslaufen. Wir müssen sie jetzt beantworten. Und darum bitte ich die Ampel, es ist jetzt Ihre Verantwortung. Herzlichen Dank.